Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Araya. Wir sind jetzt mit Rama unterwegs, dem Security Guy. Wir haben eine gruselige Puppe irgendwie gefunden und sie verfolgt uns. Mal sehen, was sie noch für Überraschungen bereithält. Mal einschreiben wieder. Du gehst auf. Gehst du auch auf? Ja, ich sehe mich mal hier um. Kurz nur mal. Was erledigen. Komm gleich wieder zur Sache. So, sorry. Kurz. Das schreckt mich vielleicht irgendetwas hier. Oh, Zeitungsschnipseln, sehr gut. A newspaper article saying, senior high school girl found murdered. Okay, eine Highschool-Schülerin wurde ermordet gefunden. Das ist genauso wie tot aufwachen. Funktioniert auch nicht wirklich. Kann ich dann durch? Ja, sehr gut. Sparen wir uns ein bisschen Weg. Wir gehen jetzt da den anderen Gang entlang. Und sehen zu, was wir da machen. Archon. Oh, ein PC. Ein Archon-PC. Wer hatte nicht? Die haben auch sehr viel Papierverschwendung, die noch irgendwelche Wälder haben. Was erwartet uns hier? Ich gehe mal hier entlang. Okay, hier ist Exit. Wo wir nicht raus können, das freut mich. Das stimmt mich schon viel besser, dass wir beim Exit nicht rauskommen können. So, haben sie irgendwie die gelben und grünen Sitze irgendwas zu bedeuten? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, liebe Leute. Irgendwo heult jemand. Das Einzige, was mir halt auffällt, es stört den Leuten nicht, dass irgendwelche Geräusche hier sind. Obwohl man eigentlich alleine hätte sein sollen. Ja, lass den Sessel sein. Something isn't right. Tonight feels different somehow. Das hast du schon einmal gesagt. Sehen wir uns hier bei der Rezeption einmal um. Vielleicht gibt es da noch etwas zum Klauen. Nein, gibt es nicht. Okay. Zeitungsartikel, Tagebucheinträge, nö. Okay, wir können hier entlang. Wir haben hier ein Exit nochmal. Davor gibt es noch einen kleinen Gang. Wieder Toiletten. Ich befürchte, wir haben Toiletten hier. Also die Nebenan-Toilette dürfte jemand sein. Sehen wir mal rein. Hallo? Ist hier jemand? Wieder keine Spiegel. Ein riesengroßes Problem, was Spiegel betrifft. Wenigstens hier der Ausgang. Da ist gar nichts. Da geht überhaupt nichts. Also ein bisschen schneller gehen. Der Security Guy ist ein bisschen lahm. Generell. Was ist hier unten? Ist der Endlosgang? Nein. Hier können wir auch. Hier können wir dann später hin. Das heißt, wir gehen wieder retour und gehen dann links entlang. Da müsste auch noch die Möglichkeit sein, was zu holen.
Rezeption, ist da noch etwas dahinter? Ist noch Zeitung hier? Nee. Okay. Ich hoffe, es geht eigentlich nicht so schnell für euch. Ah, da haben wir irgendwas. Ach. Ein Lob an die Putzfrau, das Glas sieht man nicht. Okay, rotes Stück Papier. A threatening message written on this note. You must die. Okay. Vielleicht ist das für jemand anderen bestimmt. Man weiß ja nie. Man hört ja so viele Geräusche hier. Kann schon durchaus sein, dass das für jemand anderen ist. Haben wir da hinten noch was? Nein, das ist die einsame Ecke für die trauernden Leute, die was nicht rankommen. So. Und wir gehen rechts. Stempeln wir uns erstmal. So wie sich für einen richtigen Security Guy gehört. Ich schaue einfach da nach hinten. No. Da ist wieder etwas. Newspaper. A newspaper article saying, serial killer tricks truck driver into giving a lift, kills driver and steals truck. Steals truck. Ja. Was hat das alles hier mit zu tun? Das ist halt die Frage. Was hat das mit dem Krankenhaus und den Vorgängern mit irgendeinem Mörder zu tun? Ich sehe hier keine Zusammenhänge noch, sorry. Diese Amulette habe ich auch noch nicht weitere gefunden. Jetzt können wir dahin gehen. Ich kann es mal schreiben. So. Nun ist ja Geräusch. Oh! Ein kleines Kind. Ja, warum dreht sich der Kopf von dieser Puppe? Kann ich da etwa nicht hin? Okay. Oh mein Gott. Bin ich schon wieder gestorben? Nein, es gehört so. Oh. Where the hell am I? Okay. Ist das ein Sorting? Oh, ein bisschen später. Zuerst schaue ich mir diese Geschenke an. Tada! Giftbox. Sadly, it's empty. It is empty. Its original content is a mystery. Was haben wir auf der anderen Seite? Nichts. Das sieht so aus wie eine Gummizelle eigentlich. Eine riesige. Naja, gehen wir mal raus. Catch the little girl. Echt jetzt? So, wir verraten uns vielleicht sonst mit dem Licht. Oh, wir müssen dahin. Okay, ist gleich zu. Können wir hier hinein? Auch nicht. Sie ist verbarrikadiert. Sieht aber recht cool aus, muss man sagen. Das Design gefällt mir sehr gut. Lach nicht. Ein Flugzeug. A toy plane. It looks like its previous owner played a lot with it. And roughly too. Das heißt, wir müssen hier durch. Oh Mann. Was soll uns das sagen? Eine 3 ist hier markiert. Okay, ist sie nicht markiert. Kann ich irgendwas machen hier? Nein. Oh!
Okay. Lass das mit den Schädeln. Es ist nicht gut. Hab ein bisschen angehört wie irgendwelche Kracher. So. Das kleine Mädchen fangen. Ist einfach hinterher, irgendwann werden wir sie haben, weil sie die Puste ausgehen wird. Okay. Schnittlustig. Okay. Oh. Wo sind wir hier? Machen wir dann gleich mal zu. Okay. Aber jetzt kommen wir raus. Doch nicht. Hokus Pokus. Dreimal schwarzer Kater und wir sind wieder raus. Oder auch nicht. Oh. Ho. Okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Das waren gute Effekte. Gehen auch den kurzen Weg entlang. Sollen wir eigentlich hinkommen? Follow me. Ja, ich komme schon. Mysteriöses Kind. Sind wir wieder zurück. Aber jetzt gibt es die Box. Ich schaue mich mal kurz nach um. Ob noch irgendwas in den Ecken lauert. Nein. Okay. A tiny skull. It's probably from a child. Okay. Why are you so late? Ich habe mich aufhalten müssen. Oh, oh, okay. Was ist jetzt? Okay, da war ein bisschen. Oh. Okay. Da war der Typ mit der einen. Follow a suspicious person. Jetzt sind wir mal gespannt, was der Typ macht. Was der vorhat. Mit diesen ganzen Leuten. Müssen wir hier hin? Oh ja. Dann lass, oh nein, wir gehen da mal kurz rein. Ups. Okay, ich mach da lieber mal zu. Ziehe mich da vorne mal um. Aber ich glaube, das ist der gleiche Gang, nur bin ich hier weiter weg. Ja, die ist zu. Wir müssen hier durch. Ich schätze mal, wir sind ja auch schon fast am Ende von diesem Kapitel, weil langs dürften sie nicht sein. Follow the suspicious person. Okay. Das wird über abgedreht, dieses Radio. Radios sind vor allem die nicht gerade das Beste. Oh, dürften die Präsidenten sein oder Könige? Ich weiß gar nicht, was Thailand jetzt für eine Regierungsform eigentlich hat. Ah, gehen wir mal auf die Toilette. Okay. Ratten. Unmengen an Ratten. Das ist ja noch ein Rattenproblem, ha? Huh? Flupp und durch die Wand durch, sehr schön. Und die Ratten aufgescheucht. Hey, beweg dich nicht. Okay, dann können wir mal schauen. Okay, dann können wir durch. Ah, das war die
Die Tür, die machen wir gleich mal auf. Das sieht so danach aus, als würden wir da durch müssen. Und zuerst sehen wir uns mal hier um. Hier muss doch noch irgendwas sein. Auch nichts. Gut. Dann gehen wir da links entlang. Was ist hier? Ah, da war ein Zeitungsausschnitt. A newspaper article saying, man repeatedly stabs and kills girlfriend in jealous rage. Hui, okay. Ob das der Typ ist? Sie am WC vielleicht etwas? Aus einer Notiz, die ich nicht lesen kann. Sie, da versperrt uns das Bettchen. Wenn die beide Türen öffnen. Information, ich bitte um Information. Okay, da gibt es keine Information, die wir irgendwie sagen können. Sofas sind versperrt, versperren den Weg. Gehen wir mal da hinein. Ist hier jemand? Ich nehme gleich diese Infusion. Nach dem Kater, den ich anscheinend habe. Gut, irgendwie ist hier nichts los hier. Gehen wir mal hier entlang. Ist da etwas? Ist da etwa Info? Nein. No information. Please try again later. Ein bisschen zu hell. Oh. That woman. I've seen her before. Oh. What do you do with your Gummischuh? Is that you again, Rama? This is none of your business. Oh. Bisschen zu spät dran gekommen. Okay. Ah, da werden wir da hin müssen. Okay. Also die Türen öffnen bringt nichts. Dann werden wir da jetzt mal ein bisschen durchspazieren. Wir müssen dann links, so wie es aussieht. Hier gibt es hier keine Informationen. Wir gehen direkt zu dem jungen Herrn. Bitten ihm höflichst, dass er sein Messer bitte weglegen soll. Wir sind mit einer Taschenlampe bewaffnet. That woman. I've seen her before. Oh, so kommt er. Was ist das eigentlich? Ist das da? Is that you again, Rama? This is none of your business. Na, das wollen wir mal sehen. Und ab geht's. Galoppieren nach vorne, Musik ist ohrenbetäubend. Peace off! Sehr schön. Kommen wir zu den Sesseln. Und jetzt müssen wir gleich links hinauf. Peace off! Sehr schön. Geschafft, wie es aussieht.
Boon. Eigentlich sehr, sehr knackig ins Kapitel 3 reingeknallt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Boon. Wer auch immer Boon ist, hat ein hübsches T-Shirt an. Okay. Was auch immer das sein soll. Warum der so komisch aussieht. Why does my neighbor have to patrol here today? Okay. Oh, great. Now there's someone to show you around. No, it's not great. If Rama sees me, my parents are going to find out about this. Hey, Boon, make sure you take as many pictures as possible. I mark the spots with graffiti. You'll see it when you get there. I know. But why does it need to be here? According to the rumors, this place is bloody haunted. Just make sure you take the photos. You're such a dick. Gut, anscheinend müssen wir hier jetzt fotografieren. Bin ich aber gespannt, wie das abläuft. Hier wieder obligatorische Taschenlampe mit dem Handy. Oh, shit! This place is creepy as hell. Würde ich auch sagen. Also ich hätte mich schon, wenn das... Ah, hier. Machen wir hier mal Mad. Ja, und wir schauen mal richtig. Gehen wir mal da oben weiter. Vielleicht ist da noch etwas. 3 Fotos sollen es sein. Ist nicht gerade viel. Können wir hier... Okay, dann habe ich doch gehört, dass das hier aufgegangen ist. Bisschen gruselig, grusel. Zitternd halten wir das Handy vor uns wie so ein Selfie-Stick. Eine Kakerlake. This idea is fucking stupid. Okay. Haben wir hier etwas? Wir finden dürfen, können, sollen. Nur Schachteln. Ich krieg schon ein Trauma von lauter irgendwelchen Verpackungen. Ich glaube, ich nicht mehr so viel beim Amazon bestellen. Okay. How to see ghost. Part 1. Wear the clothing of the deceased. Use an Ouija board to contact the spirits. And third, lay in a coffin. Okay. Wo soll ich das alles hernehmen? Bin hier in einem Krankenhaus und kein Bestattungsinstitut. What? War da hier irgendwas? Gehen hier entlang. Runter. Okay. Jetzt sind plötzlich Holzsesseln. Irgendwelche Stühle hier aneinander gereiht. Wir sind dahinter, wo wir waren. Okay. Also atmosphärisch ist das schon sehr cool. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, sind ein paar bisschen die Charaktere. Und ein bisschen die Sprachausgabe. Ah ja, müsst ihr auch mit meiner Stimme vorlieb nehmen. Ja, nö. Okay, wir müssen da rein. Ich erwische immer das Glück, dass wir immer diese... It's so dark in here. Du hast die Taschenlampe, reg dich ein bisschen ab. Was machen halt die Feuerlöscher hier? Wir dürfen nicht vergessen, wir müssen hier Fotos machen. Ah, hier haben wir schon das nächste. Oh, davor haben wir was zum Anschauen, eine Zeichnung. Was hat das hier zu bedeuten? Wir sehen mal nach. Once upon a time, a wealthy family existed. This family was struck by this
by despair as the father passed away. His passing left his unkind and ungrateful son at home with the wife he had loved so much. Okay, da steht alles auf diesem Bild drauf, das freut mich. Okay. Wer ist das? Wer hat da was gesagt? Ah, da steht hinten. Okay. Sollte man auch ein bisschen drehen und wenden, wenn man schon die Möglichkeit hat. Push-pull. Nein, geht nicht. Können wir hier entlang? Auch nicht. Müssen wir wieder retour gehen? Nicht, dass uns die Tür jetzt vor der Nase zuknallt. Nein. Gehen wir mal hier. Geht auch nicht jetzt auf. Wir haben hier noch eine Tür. Oh. Der Elektrikraum. So. Location complete. Jetzt da dürfte gleich die Luzi abgehen hier. Wie gehe ich daran? Da geht der automatisch nach einer Zeit ran. Ich schaue mal kurz in die Optionen. Gameplay, Mouse Sensitive. Nope. Video ist auch nichts. Gut. Okay. Mit diesen Geläute sage ich mal auch wieder Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Und demnächst geht's gleich weiter. Ciao.